Mein Name ist Eberhard Kübler, ich bin Maschinenbautechniker und im Nebenerwerb Landwirt. Wir sind hier in Wallachtal-Hirschweiler am Rande vom Nordschwarzwald. Also mein Betrieb ist ein viehloser Ackerbaubetrieb mit ca. 60 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Ich baue Weizen, Roggen, Hafer, Lein und Linsen an. Ich habe mich so dahingehend auch mechanisiert, dass ich alles selber machen kann, damit ich keinen Lohnunternehmer brauche. Und so bin ich dann halt auch bei den Reparaturen. So gut es geht, was geht, mache ich selber, weil es mir auch Spaß macht. Was mir sehr gut gefällt, ist die Kreislaufwirtschaft. Möglichst wenige Betriebsmittel zukaufen zu müssen und so eben die Nährstoffe selbst zu erzeugen, quasi vom Geberfeld zum Nehmerfeld die Nährstoffe transferieren. Das Gefühl, autark zu sein, hier der Dünger herzustellen auf dem Feld und auf dem Feld auszubringen, das ist ganz toll. Also das Biozeichen Baden-Württemberg finde ich eine sehr gute Sache. Der Verbraucher kann es sofort erkennen. Das Lebensmittel ist regional erzeugt worden. Ich finde es grundsätzlich eine sehr gute Sache. Die Linse benötigt die Stützfrucht, damit sie sich dran hochhangeln kann. Sonst würde die ganz unten auf dem Boden wachsen und man könnte sie nicht beernten, auf jeden Fall nicht mit dem Mähdrescher. Mittlerweile, dieses Jahr, habe ich 6 Hektar Linse. Die vermarkte ich auch über die Rebio und kaufe dann zum Geschenke machen und zum Weiterverkaufen speisefertig aufbereitete Ware von der Rebio zurück. Mir ist es wichtig, die Transparenz gegenüber dem Verbraucher zu erhalten und dem zu zeigen, was ich hier mache. Und habe dann gedacht, ich hänge ein Schild ins Feld, auf dem steht, was da wächst, dass man dem Verbraucher wieder das Erzeugen der Nahrungsmittel nahebringt. In der konventionellen Landwirtschaft arbeitet man ja danach, dass man die Pflanze düngt. Im Biobetrieb düngen wir den Boden und der ernährt die Pflanze. Das mache ich durch Zwischenfruchtanbau zwischen den Hauptkulturen, damit die Böden fruchtbar bleiben oder vielleicht sogar noch fruchtbarer werden. In meiner Zeit als konventioneller Bauer hatte ich nicht das Gefühl, dass meine Erzeugnisse wertgeschätzt wurden. Nach der Umstellung zum Bio hat sich das total gewandelt. Das hat mir auch ein Stück Wertschätzung gezeigt. Ja, das gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl.